Vergangenen Montag besuchte der FDP-Bundestagsabgeordnete und ehemalige Bürgermeister der Stadt Eberswalde, Friedhelm Boginski, sowie Dr. Oliver Ruch von der EWE das Unternehmen Raptech in Eberswalde. Also wir suchen nach neuen Energiequellen, um unsere Wärmeprodukte grün zu machen. Und von daher sind die Ansätze von Herrn Gärtner sehr, sehr vielversprechend und wir hoffen uns davon viel, viele Aufschlüsse für unsere zukünftige Wärmeversorgungslösung. Begleitet durch den Vorsitzenden des FDP-Kreisverbandes Barnim, Martin Höck, informierte sich Friedhelm Boginski über den aktuellen Stand der Entwicklung neuer Technologien. Die Veranstaltung fand deshalb statt, weil wir zum jetzigen Zeitpunkt als Technologieunternehmen in einer Entwicklungsphase stecken, in dem wir neue Wärmeerzeugungsmechanismen entwickeln wollen und dabei in der Prototypenphase sind. Und das hat halt auch ein gewisses Interesse erzeugt, heute hier uns mal zu besuchen. Bereits als Bürgermeister stand er mit Geschäftsführer Jürgen Gärtner zu dem Thema in Kontakt. In einem kurzen Vortrag stellte er dem Besuch den aktuellen Stand der Technik vor und erläuterte das Vorhaben in einem zukünftigen Modellversuch im Schwimmbad Eberswalde. Hier soll die Entwicklung später zu einem Testeinsatz kommen und für warmes Wasser in einem der Whirlpools sorgen. Nach eigenen Angaben kann die Anlage in dem Modellversuch zunächst jenen Whirlpool erwärmen. Später kann die Erhitzung des Wassers jedoch stark nach oben skaliert werden. Nach einer kurzen Stärkung bei sommerlichen Temperaturen führte Jürgen Gärtner die Gäste einmal über das Gelände und erklärte, wie die Technik eigentlich funktioniere. Dabei erhielten Friedhelm Boginski und Dr. Oliver Ruch einen hautnahen Einblick und konnten Fragen zu der Anlage stellen. Ohne Strom funktioniert jedoch auch diese Methode der Wärmeerzeugung nicht, weshalb Herr Gärtner auch die Notwendigkeit nicht unerwähnt ließ, das volle Potenzial erst mit erneuerbaren Energien ausschöpfen zu können. Ich bin schon seit vielen, vielen Jahren, seit der Gründung schon mit Raptech in Verbindung, habe mir das als Bürgermeister schon angeschaut und kenne Herrn Ruch noch von den Stadtwerken her. Da haben wir uns schon kennengelernt und ich wollte jetzt hier einfach mal Vernetzungsarbeit machen und zwei Protagonisten, die also mit der Wärmeerzeugung, mit allen Energiefragen hier in der Stadt auch zu tun haben, mal zusammenbringen. Und wir haben den aktuellen Stand heute gehört und das fand ich sehr interessant und sehr spannend.